Nicht überrascht, dass man ihm die Sprechrolle eines Ogres angeboten hat? Nein, war ich nicht überrascht. Das war so, dass der Regisseur Michael Nowka, ein Uraltfreund von früher, ganz früher, als wir haben zusammen Ampex vor 30 Jahren oder 35 gemacht, ein Fernsehspiel, und daher kennen wir uns, und der kennt meine Stimme irgendwie aus Synchronzeiten noch und sagt, das probieren wir mal. Ich glaube, das passt. Und das wurde dann nach Los Angeles, glaube ich, geschickt und dann entscheiden, bum, 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 und dann irgendwann trifft dich das Glück und es passte eben zusammen, die Ähnlichkeit zwischen Mike Myers Stimme und meiner. Und dann hast du die ehrenvolle Aufgabe und trittst dann. Okay. Haben Sie Cameron Diaz schon getroffen mal? Haben Sie mit ihr geredet? Wir haben uns vor 3 Jahren in Cannes getroffen. Waren die in Hamburg auch? Nee, in Cannes, glaube ich, war das ja. Ist Synchronisieren, also diese Rollen synchronisieren, was Besonderes für Sie, oder ist das eben auch, was Schauspieler machen, ohne dass sie halt im Bild erscheinen? Ja. Harte Arbeit. Wir sagen immer dunkelkammerhaft. Dunkelkammerhaft, das stimmt. Man geht morgens rein, es ist dunkel. Man geht abends raus, es ist wieder dunkel. In dem Fall aber mit sehr guter Laune. Ja. Also das Synchronstudio ist erhellt. Ich hatte nie wirklich Vorbilder. Es gibt Schauspielerinnen, die ich sehr verehre. Von Shirley MacLaine über Susan Sarandon. Ich mochte Bette Midler immer gerne, weil die so ein Allround-Talent ist. Kann ich leider nicht mit. Kann ich leider nicht bieten. Romy Schneider, weil sie so offen war. Aber ich habe mir nie ein Vorbild genommen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Art von Selbstschutz, weil man ohnehin nie dorthin reichen wird, wo jemand anders wirkt. Weil man eben doch, also es ist dann schon besser, die eigenen Facetten auszubilden und sich eher, also wie zum Beispiel eine Offenheit einer Romy Schneider, also versuchen, auf die eigene Art so offen zu sein. Sie spielen beide überwiegend im TV-Filmen und im Fernsehen. Ist das eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, oder bekommen Sie zu unattraktive Kinodrehbücher angeboten? Ja, das passiert schon mal, dass man ein schlechtes Drehbuch angeboten bekommt. Dann kommt endlich mal ein Angebot aus der Kinoecke und dann ist es leider Gottes so, dass du sagst, nee, das ist eigentlich nicht das Ding, mit dem ich jetzt anfangen möchte. Nach langer Zeit Pause im Kino, bei meinem Fall ist schon viele, viele Jahre her, Jahrzehnte sozusagen, da wartet man eigentlich, vielleicht kommt mal irgendwas Besseres, als dass man gleich mit dem ersten Ding, was man dann machen möchte, wieder auf die Schnauze fällt. Haben Sie ein Motto, ein Lebensmotto, das Sie in kurzen Sätzen fassen können? Du musst tun, was du kannst mit dem, was du hast. Ich glaube, ich habe im Moment keinen. Du wirst Mama, du bist entschuldigt. Ich bin total entschuldigt. Ich suche neue Lebensmotti. Sie haben zwei ganz prägende Zäsuren in Ihrem Leben gehabt. Das eine ist der Tsunami und das andere ist, dass Sie Mutter werden. Werden Sie jetzt wieder sesshaft? Ich habe gelesen, dass Sie in Hotels mit Ihren Freunden. Werden Sie wieder sesshaft? Ich bemühe mich gerade, ja. Also ich habe jetzt eine kleine Übergangswohnung und suche. Und in welcher Stadt? Einmal Berlin und dann auf Mallorca, weil der Papa auf Mallorca lebt. Und insofern suche ich mir da. Es ist aber noch nicht so weit. Also mit der Sessel, es ist schwer nach einer Weile des Unterwegsseins. Es fällt mir allein in Berlin schwer, mir ein Viertel auszusuchen, wo ich gerne wäre.